bisschen doof. Was ist hier mit? Ach, guck mal. 1 von 2 von 28. Die kann man sammeln. Sehr das geht ja schon los hier. Das. Ich bin so schlecht. Hallihallöchen, der ein oder andere hat vielleicht Hearthstone erwartet, aber nö, ich habe was viel Schöneres. Und zwar, ich als alter Jump'n'Run-Profi, ja, werde mich jetzt mal zur Gabel machen, euer Herz zum Wein bringen und mich an Even Meteor Hunter versuchen. Ein sehr schönes Indie-Game, ich habe mal reingeschaut, bin total verliebt. Wir legen einfach auch mal von vorne los und jetzt halte ich's Maul. Kann ich, wird mir schwerfallen. Wir sind sozusagen das Gegenteil von Superman und bekommen Superkräfte durch diesen Meteor. Upsa, und spielen hier den kleinen. Ich gehe mal davon aus, dass es Ethan. Oh, der ist mal knuffig. Ich spiele das Ding übrigens mit dem Gamepad. Hab's schon mal kurz angespielt, wie ich ja gerade schon erwähnt habe. Zumindest das Tutorial ein bisschen. Hier an den Schildern bekommen wir immer gesagt, was man so machen kann. Auf A können wir springen. Wie war das? Ah, hüp. Super, ich habe gar kein A. Ich spiele das nämlich mit einem PS3-Controller. Man verfluche mich. Das macht aber überhaupt nichts. Boing. Super, ja, Jump'n'Runs ist ja eins der Genres, die ich am allerbesten kann. Who's not? Was war das nochmal? Das waren so Speicherpunkte. Genau, wenn ich jetzt hier rein kann, dann kann ich B drücken. Sup, und dann komme ich wieder nach oben. Das ist ganz cool. Der Trailer dieses Spiels, deswegen bin ich erst darauf aufmerksam geworden. Der hat gezeigt, auf wie viele verschiedene Arten und Weisen man in diesem Spiel sterben kann. Und da habe ich mir gedacht, das ist genau das Richtige für mich. Denn wenn ich eins gut kann, ist das Sterben. Wie war denn das hier nochmal? Ach so. Genau, da können wir nämlich schieben. Wir als kleiner Mäuserich. Wir sind eine Maus, ne? Oder? Ne, wir sind eine Ratte. Wer war das mit dem langen Schwanz? Nein. Ich glaube, wir sind eine Ratte. Hüssa! Eine kleine Ratte auf der Suche nach Meteoren. Was war denn das nochmal für ein Zeug? Ach so, das waren. Genau. Pass auf. Da können wir nämlich jetzt. Wie war denn das? So machen. Und hier, dadurch, dass wir das Ding hier oben haben, ihr seht's ja, können wir einmalig, so war's, hier Gegenstände durch die Gegend ziehen. Ihr seht's, es geht weg, zupp, und dann können wir nämlich da hochhüpfen. Hallups. Und da haben wir noch eins und dann machen wir mal so. Man konnte die nämlich drehen. Und, ja, das ist ein Trick. Sehr cool. Es gibt also auch einen kleinen Physik-Engine hier drin, ist ganz witzig. Und, warte mal, war das diese Stelle? Ja. Nein. Egal. Den konnte man drehen. Und zwar mit dem rechten Control-Stick. So, wunderbar. Let mal fallen, Jung. Perfekt. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Ich merke schon, ich werde wahrscheinlich in den nächsten Folgen immer mal wieder die Steuerung vergessen. Hält das? Ja, hält. Hussa! Hui! Also, guck mal hier, das war das, was ich meinte. Da kannst du nämlich so. So. Schön. Ja, ich bin wirklich gespannt. Das ist ja alles jetzt noch so ein bisschen Tutorial und. Hui, wer bist du denn? Ich will dich! Gib es her. Egal was es ist, gib es her. Es leuchtet grün, ich will's haben. Das hier sieht so ein bisschen aus wie eine Karte. Nicht nur ein bisschen, das ist eine Karte. Wir gehen einfach hier rein. Bis hierhin habe ich gespielt übrigens. Aha, keine Hektik. Oh, das ist schon mal gut. Warum ist da eine Zeit einge... Nee, keine Hektik. Okay. Keine Hektik ist immer gut, denn Speedlevel sind ein bisschen doof. Was ist hier mit... Ach, guck mal. 1 von 2 von 28. Die kann man sammeln. Sehr... Es geht ja schon los hier. Das.
Ich bin so schlecht. Oh Mann. Ja, direkt mal püriert worden. Jetzt aber schnell hier durch. Hopp. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Ich weiß, dass der Kay sich jetzt wahrscheinlich wieder total kaputt lacht. Ich glaube, das hätten wir auch einfach raten können. Naja. Ja, mal runter. Wir müssen anscheinend diese Steine sammeln. Säurebäder. Ist ja super. Wird immer schöner. Böse, große, runde Sägen. Das kriegen wir auch noch hin. Wie schlecht ich einfach gestorben bin. Ich komme da nicht drüber weg. Hui! Uah! Alter. Und jetzt? Oh, warte mal. Und dann können wir es nämlich drehen. Ja, schreibt mir übrigens bitte mal in die Comments, ob der Ton so in Ordnung ist. Ich sitze nämlich jetzt ein bisschen weiter weg, weil ich es mir gemütlich mache. Hier in meinem Stühlchen. Mit dem Gamepad. Und hoffe trotzdem, dass es so reicht. Wir haben jetzt übrigens alle gesammelt. Ach, wir haben es geschafft. Haha. Cool. Ja, fortsetzen würde ich mal sagen. Wir spielen noch ein. Oder zwei. Säure macht's lustig. Ja, super. So, was haben wir denn da? Ich sammle erstmal hier die Dinger alle ein. Und dann können wir doch einfach da hochhüpfen, oder nicht? Ja. Ah, überfordert. Mein Gott. Hüse! So. Können wir das nicht einfach... Nee, warte mal. Da können wir doch einfach hoch. Oder? Hüse! Hä? Warte mal, jetzt muss ich auch noch überlegen. Können wir nicht einfach... den Stückchen rausschieben, dass er nur so ein Stück kippt, irgendwie da drauf. Hopp, komm. Ja, ja, ja. Sehr gut. Verdammt. Okay. Geht auch so. Boah, wie bitter ist das denn? Aber habt ihr das gesehen, den Move? Wer weiß schon. Ja, klar. 18 von 38. War das nicht gerade noch 28? Uäh. Ja, super. Aber er scheint zumindest unbegrenzt Leben zu haben. Das ist schon mal was, was ich sehr gerne habe. Versuchen wir mal so ein bisschen mittig zu stellen. Höp. Höp. Was ist das jetzt hier? Ein Aufzug. Ja, nehmen wir mit. Können wir ja, da unten war aber auch noch was, ne? Aber guck mal, hier oben haben wir drei so Dinger. Ich möchte aber ja nochmal nach unten gehen, weil da war was. Was ist das? Käse? Französischer Käse? Sehr gut. Ach so. I understand. Sehr witziges Spiel bis jetzt. Gefällt mir super. So, einmal. Wir haben ja, genau, wir haben noch zwei. Ja, komm. Ich finde das Loch nicht. Ah, drei. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, wieder einen Jump'n'Run zu spielen. Das Rayman Legends war ja schon so eine Geschichte für sich. Aber ich finde die Dinger einfach witzig. Und wieder ein Level geschafft. Dann soll doch jemand mal sagen, wir sind nicht der Obermäuserich. Höhen und Tiefen. 2 von 4, 24 nur, also bitte. Hä? Nee, warte mal. Ich will aber... Ja, wir müssen den da runternehmen irgendwie. Aber dann kommen wir da oben nicht mehr dran. Und hier nicht mehr hoch. Was ist da los? Ja, jetzt habe ich aber hier nichts mehr zum... Kann man hier nochmal zurück? Nee. Ja, ich habe aber jetzt keine Dinger mehr hier zum... Uah. Gut, hat sich das dann auch erübrigt. Also nochmal. Warte mal, wir haben nur einen einzigen Griff.
Oh, bin ich schlecht. Pass mal auf. Machen wir es mal so. Das sollte doch funktionieren, oder? Dann können wir nämlich hier oben auch ein bisschen was einsammeln. Also, ach, wir kommen aber hier nicht rüber, oder? Nee. Jetzt kommen wir hier nicht mehr hoch. Hä? Na, okay. Erneut versuchen. Das ist ein bisschen doof, dass wir dann da festhängen. 2, 3. So, jetzt haben wir das Ding. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Natürlich. Aber da kommen wir da oben nicht. Doch, das müsste gehen. Pass mal auf. Oh ja, oh ja, wir nehmen erstmal den hier. Nee, kommen wir nicht dran. An die beiden. Das ist ja blöd. Ich kann doch nicht im dritten Level schon hier direkt alles liegen lassen. Aber wie soll es denn sonst gehen? Aber wir können vielleicht... Nee. Können wir ihn hier verschieben? Nö. Naja, dann müssen wir die beiden wohl da lassen, die beiden Kollegen. Und dann... Hopp, das war schon wieder ganz schön knapp da vorne. Der ist ja schon knuffig, ne? So ein bisschen. Irgendwie hat er was. Oh, das ist... Das tat weh. Mein Gott. Nein, ich will doch das Ding haben. Egal. Oh, schon wieder hier. Okay, wow. Das ist das dritte Level erst und ich bin jetzt schon überfordert. Das gibt's doch nicht. Nee. Warum fährt er nur bis da? So. Problem gelöst. Problem solved. Ja komm, dann gehen wir mal hier hoch. Wir haben ja auch nicht wirklich eine andere Wahl. Können wir nicht mal wieder unten drunter durchspielen, wie es ja in manchen Hüpfspielchen so ist. Da kann man natürlich die Plattform durchhüpfen. Das können wir hier leider nicht. So, dann haben wir das Level geschafft. 21 von 24. Na gut, nicht gerade der Burner. Na, wir machen mal weiter. Ich weiß auch nicht, was ist denn das da? Ach so. Das ist ja cool. Mal so. Coole Idee eigentlich. Zack. Juhu. Diese Sägen mag ich jetzt schon nicht. Was ist das? Wo ist das hingeflogen? Oh. Wo ist das Ding hingeflogen? Hätte ich jetzt ganz gerne mal gewusst. So. Ich weiß, wer ganz gerne gesehen hätte, dass ich in dieser Mauer... Nein. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. So, jetzt gehen wir auch direkt hier hoch. Wir spielen nicht mehr mit Mausefallen. Ui, guck mal, hier sind ganz viele. Yippie, was ist das schon wieder? Achso, guck mal, da kann doch nichts passieren. Ah, doch. Okay. Ach, und jetzt können wir den da durchschieben? Das ist ja witzig. Eine Zirkusratte sozusagen. Oh. Wieso habe ich das gewusst? Nichts dagegen getan. Also wenn ihr jetzt das erste Mal mich Jump'n'Run spielen seht, dann seid bitte nicht zu hart zu mir. Ich weiß, dass ich schlecht bin, aber wie komme ich denn jetzt da oben drauf? An den Schalter. Ist hier rechts irgendwas? Nö. Ach so, ich kann bestimmt... Ah. Und den kann man bestimmt auch drehen. Und ach, guck mal. Das ergibt doch Sinn. Moin. Okay, da oben ist auch noch was. Das sollte ich vielleicht mir auch mal angucken. Entschuldigung. Was ist denn da oben? Wieso komme ich da nicht dran? Naja. Das ist bestimmt wieder so ein Käse.
Hui. Ah, wir kippen einfach hier die Federn um. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ach, herrje. Ach, herrje. Was ist das? Oh Gott, haben wir nochmal gut gelöst. 34, 34, sehr schön. Das freut mich. Habe ich es da tatsächlich noch geschafft. Den Käse haben wir aber nicht gefunden. Schade. Oh, wie cool ist das denn? Das ist ja sehr cool. Wir sind aber leider auch schon am Folgenende, liebe Leute. 15 Minuten die Folge, habe ich mir so ausgedacht. Ich könnte natürlich einmal hier hochhüpfen, aber dann habt ihr ja gar keine Spannung mehr für die nächste Folge. Ich mach's also gut, ihr macht's besser und... Ups. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Hadi. Tschüss.